Seitdem machen wir Partien von 5 Tonnen auf einen Schlag. Dafür war der Markt sofort da. Die Leute sehen die Qualität unseres Papiers und sagen, es ist das derzeit beste Hanfpapier der Welt. Für dieses Jahr haben wir uns die gesamte britische Faserhanfernte gesichert und werden so um die 2000 Tonnen Hanfpapier machen. Im amerikanischen Bundesstaat Oregon gibt es sowohl einige der größten Rotholzwälder als auch einige der größten Holzschnitzel- und Fasermühlen der USA. Der Besitzer des größten Holzlagers im Staat steht voll auf Hanf. Nicht nur als Papier, sondern auch als alternativer Rohstoff für die Massivbauindustrie. Wir sind seit vielen Jahren in der Holzindustrie und wir fressen buchstäblich Millionen Hektar Wald weg, wegen des Fasergehaltes der Bäume. Die meisten Bäume werden tatsächlich nur als Faserlieferanten genutzt, nicht als Baumaterial. Wir brauchen dringend einen sich nicht verknappenden Ersatz für Holz. Wenn wir Hanf als Faserrohstoff benutzen und es in der Menge anbauen, die wir brauchen, dann sinkt auch der Preis. Geben Sie dem Hanf 2 Jahre und er wird billiger als Holz sein. Schließlich braucht das Kraut nur 120 Tage bis zur Ernte, nicht mehrere 100 Jahre. Holz oder Hanf, das ist also keine Frage. Bills Vertrauen in die Zukunft des Hanf wird gestärkt durch die Hanfpartikelplatten, die seine Firma von der renommierten Forstwirtschaftsfakultät der Washington State Universität bezieht. Diese Bretter haben Weltklasse. Sie sind genauso gut wie die aus jeder anderen Fabrik hier und wir haben eine Menge Holzfabriken in Oregon. Eine davon, ein Stück südlich von hier, verbraucht jeden einzelnen Tag 700 Tonnen Baumfaser. Allein mit solchen Brettern machen sie $3 Milliarden im Jahr. So eine Fabrik zu bauen kostet an die 100 bis 150 Millionen Dollar. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir mit der bisherigen Technik weiterarbeiten können. Was wir zusammen mit der Washington State Universität herausgefunden haben: Hanf ist nicht nur ein prima Holzersatz, der mindestens so erstklassige Bretter wie die von der Douglas-Tanne abgibt. Wir können sie auch mit der gleichen Technik herstellen. Washington State Universität benutzt exakt die gleiche Technik wie die Holzschnitzelwerke hier. Und es funktioniert. Damit ist nicht nur bewiesen, dass Hanf funktioniert. Wir haben auch schon Leute in der Branche, die ihn sofort benutzen würden, wenn wir ihn liefern könnten. Auch Kunden für das Produkt gibt es schon. Es ist also alles fix und fertig. Fehlt nur noch eins: die Möglichkeit, Hanffaser hier im Land anzubauen, um die Mühlen zu versorgen. Um die Wahrheit zu sagen, wir müssen weltweit Hanf anbauen und den weltweiten Faserbedarf durch jährliche Ernten decken, anstatt jahrhundertealte Bäume zu zersägen. Eines der außergewöhnlichsten unter den Tausenden von Hanfprodukten ist Henry Fords Plastikauto. Es wurde 1941 mit Zellulosefasern aus Hanf, Sisal und Weizenstroh gebaut und sollte mit Hanföl betrieben werden. Das Plastik war leichter als Stahl und konnte trotzdem 10-mal mehr aushalten, ohne zu verbeulen. Solche vergessenen Fakten enthüllt ein Sachbuch-Bestseller von 1986 mit dem Originaltitel Des Kaisers neue Kleider. Auf Deutsch heißt es schnöde: Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Sein Autor ist bis heute ein eingeschworener Hanf-Fan. The hemp seed
Der Hanfsamen löst alle unsere Cholesterin- und sonstigen Arterienverstopfungsprobleme und wir haben ihn verboten. Offenbar wussten unsere Politiker nichts davon. Sonst müsste man sie als geisteskrank einsperren. Wenige Leute wissen überhaupt, dass Hanf und Marihuana das Gleiche sind. Bis 1973 hatte auch ich davon keine Ahnung. Ich hatte zwar gehört, dass Marihuana Hanf genannt wurde, aber dass das wörtlich gemeint war, wusste ich nicht. Was sie für illegal erklärt haben, hieß ja auch Marihuana. Das Wort ist mexikanischer Slang. Und sie haben es in das amerikanische Gesetzbuch übernommen. Sie haben niemandem gesagt, dass sie Hanf verbieten. In manchen Ländern ist zumindest Faserhanf legal. Und in Frankreich gibt es diese Frau Perrier, die schon an die 300 Häuser aus Hanf gebaut hat. Aus Hanf und Kalkzement, wie die alten Ägypter. Sie mixt Kalk mit dem, was vom Hanf übrig bleibt, wenn die Faser herausgelöst ist. In diesem Zustand macht Hanf etwas ganz Erstaunliches. Er wird zu Stein. Ehrlich, er versteinert. Wenn man diesen Hanf mit Kalk mischt, dann kommt etwas heraus, das fester ist als Zement, aber nur ein Sechstel davon wiegt. Für diese Hanfhäuser gibt es tausende Vorbestellungen aus ganz Europa. Aber wie so viele andere Cannabisprodukte wird auch dieses durch die Restriktionen für den Anbau des Krauts arg behindert. Prozent Hanf sind auch diese Modelle. Vielleicht sind sie nicht gerade aktuelle Haute Couture, aber definitiv ein möglicher Hit auf den internationalen Mode- und Textilmärkten. Dieser Hanf hier kommt aus China, einem der wenigen Länder, das noch Cannabis für Textilien anbaut und in jeder Größe webt. Der Stoff ist deutlich reißfester, wärmer und saugfähiger als die beste Baumwolle. Trotzdem ist Hanf genauso weich und bequem zu tragen. Zusammen mit einer Modefirma aus Melbourne hat der Gerichtsmediziner Catalaris eine Kollektion von Hanf-Jeans und Streetwear produziert. Ein erster Schritt, um die steigende Nachfrage nach Hanfhüllen zu befriedigen. Also die ist jetzt 123 Mal gewaschen worden. 120 Mal? 123 Mal. Wenn wir den Leuten erklären, das ist alles aus Cannabis, dann sind die meistens ziemlich schockiert und denken, Cannabis zum Anziehen? Das ist etwas total Neues. Keiner weiß, dass sogar Levi's Jeans ursprünglich aus Hanf waren. Und genauso gut lässt sich Cannabis als Top-Designerstück, Abendmode oder Alltagskleidung tragen. Unsere Sachen kommen sehr, sehr gut an und der Verkauf läuft sogar sehr, sehr, sehr gut. Anders gesagt, wir können gar nicht so viel Hanfstoff beschaffen, wie wir verkaufen können. Immer wieder also die Frage, woher den ganzen Hanf nehmen? In Australiens Südosten sind vor allem viele Baumwollbauern bereit, sofort auf Hanf umzusteigen. Ich sehe da überhaupt kein Problem, das Zeug anzubauen und die Jungs zum Mitmachen zu bringen. Wenn du damit 3 bis 4 Mal mehr Profit als mit Baumwolle oder Sojabohnen machst, kommen die Leute von selbst auf Hanf. Die Baumwollindustrie gehört zu den größten Chemiekonsumenten der Welt. Und während die Baumwollprofite schwanken, wächst die Umweltbelastung von Ernte zu Ernte. In terms of the pesticide issue. Was diese Pestizidsache angeht, da hat Hanf absolute Vorteile. Viele bewässerte Ernten sind sehr stark von Chemikalien abhängig. Hanf dagegen braucht ganz wenig bis gar keine Chemie. Das finden viele Farmer gut, weil es einerseits die Kosten senkt und andererseits die Chemiebomben auf die Farmen und den Rest der Umwelt reduziert.